Hallo und willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Seven the Sorcerer 3D. So, da gucken wir uns mal hier die nächste Ecke an. So, Pointless Bridge. Hier oben blinkt's. Dann gehen wir doch da mal hin. Dass sie sich jetzt nicht erstmal übergeben muss, ist ein Wunder. Idiot mit doofem Hut. Natürlich meine ich dich. Was? Ich muss über diesen Fluss kommen. Willkommen im Club. Und ich verlange, dass du mir dabei hilfst. In dem Wald da findet heute ein sehr wichtiger Wettbewerb statt. Und darum muss ich heute dahin. Was für ein Wettbewerb denn? Zuhören. Ich bin an keinem Gespräch interessiert. Ich will die Gnomschießen-Trophäe. Ich habe sie 3 Jahre in Folge gewonnen und ich lasse sie mir nicht nehmen, nur weil irgendeine Scheißbrücke nicht mehr da ist. Na und? Beschaffe mir die Trophäe und ich helfe dir, hier rüber zu kommen. Na, wie klingt das? Also, klingt gut. Drastisch. Dann ist es abgemacht. Und jetzt mach hier. Der Wettbewerb läuft nur bis zum Sonnenuntergang und wenn Lord Fnar gewinnt, wird er die Trophäe in seinen wurstigen kleinen Fingern behalten wollen. Und wer ist Lord Fnar? Der verachtenswerte kleine Scheißer, der die Brücke hat einreißen lassen, weil er wusste, dass ich ihn schlagen würde. So wie in jedem Jahr. Du kannst ihn nicht verpassen. Sieht aus und redet wie ein Pferd. Und jetzt mach dich auf den Weg, mein Kleiner. Los, los, los. Aha. Ist ja ein traumhafter Mensch. Ach, die Dinger. Ja. Kommt später noch. Wir haben später noch Gümmelmounts, die wir hier bereiten können. Und unter anderem ein Flugviech. Und das können wir dann von solchen Sachen da rufen. Guten Tag, der Herr. Wohin darf ich Sie heute führen? Nach Hause. Könnten Sie vielleicht etwas präziser sein? Mein Zuhause? Sehr lustig, mein Herr. Wissen Sie vielleicht die Adresse oder die nächstgelegene Stadt? Bist du ein sprechendes Schild? Nein, mein Herr. Ich bin Schild. S-C-H-I-L-D. Sprechender Indikator für Landemarken. Ich kann Ihnen die Richtung zu jedem beliebigen Punkt des Landes weisen. Oh. Wohin darf ich Sie heute führen? Bist du lebendig? Ich bin eine Art Golem, mein Herr. Ich wurde entwickelt, um Leuten den Weg zu weisen. Ich nehme mit meinen Wurzeln, die sich unter der Erde befinden, Wasser und Mineralien auf. Wird das nicht ein wenig langweilig? Natürlich nicht, mein Herr. Ich bin nicht auf Langeweile programmiert. Wenn allerdings ein Vorbeireisender ein paar Tropfen Whisky auf meine Wurzeln schüttet, ist mir das sehr recht. Wie ist das in deine Programmierung geraten? Mein Schöpfer war ein kleiner Scherzkeks, mein Herr. Er hielt es für lustig, mich mit einem unstillbaren Durst nach edlen Spirituosen auszustatten. Mhm. Bitte, spendieren Sie mir einen Drink. Ich habe bessere Dinge zu tun. Du musst einfach stark sein. Dann verpiss dich! Das ist ein traumhaftes Zeichen.
So, aber ihr habt gesehen, ja, da war schon wieder die nächste Telefonzelle. Also so groß ist das nicht. Da geht's nicht weiter. Achso, muss ich kriechen hier. Achso, jetzt sind wir wieder hier. Nach einer Weile hat man so den Dreh raus, wo hier alles ist. Das war die Brücke. Gut, dann gehen wir nochmal durch die Höhle zurück hier. Achso, ja. Ah, der Typ, der uns deswegen erschlagen wurde. Was, kann man den nicht angucken oder so? Also das Zeichen oben da mit dem Auge drin, ja, von den drei Kästchen, das ist, wo Simon gerade hinguckt, beziehungsweise was er aktiv anguckt. Und offensichtlich ist das hier so uninteressant, dass es nicht mal sich die Mühe macht, da hinzugucken. Das scheint irgendeine Art von Warnung zu sein. Auf Zwergisch, wenn ich das richtig beurteile. Ah, okay, die Leiter können wir besteigen, weil die guckt da aktiv an. Sie scheint zu klemmen. Ja, da kommt man auch so nicht rein. Abgeschlossen. So, hier auf dem Acker ist, glaube ich, nichts. Wir gucken trotzdem noch mal. Nee, hier ist nichts.
Ah, der Wasserfall. Genau, da müssen wir sowieso hin. Diese Grafikfehler. Okay. Ich dachte, hier wäre was. Also zumindest sieht es so aus, als ob hier noch was kommt. Wie hier nicht herkommen? Oder auch nicht. Oh, hier ist die Telefonzelle. Gut, dann benutzen wir die mal. Ach, sind wir da oben. Eine Kuh. Ach, der Typ. Hallo, was machst du da? Warte auf eine Hexe, wo vorbeikommt. Eine Hexe? Ja, dann kriege ich nämlich magisch Bohnen. Du wartest auf eine Hexe, die dir magische Bohnen gibt? Ja, wie mein Freund Hans. Er ist nämlich mächtig reich heute, weil er ein paar Bohnen hatte. Und ich nehme mal an, du willst deine Kuh gegen diese Bohnen eintauschen. Genau, der Olle Roswitha hier ist gute Milchkuh. Na, frohes Fest. Hi. Hi, du. Dein Kumpel Hans, was ist aus ihm geworden? Die Bohnen haben wir umpflanzte sie euch. Dann ist er den Bohnenstrauch raufgestiegen und hat gut liegende Eier gefunden. Goldene Eier, sagst du? Ja. Hamtitam und so, ne? Schnauze, Lutscher! Schnauzelutscher! Hä? Egal. Ist der schlecht übersetzt. The morons say what? Dann sollte er was sagen und dann ha 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 ha.
Könntest du deiner Kuh sagen, sie soll mich nicht so anstarren? Leute, wo sie nicht gut kennt. Uslana guckt sie immer so an. Es ist ein wenig beunruhigend. Das kann man wohl meinen. Ist mit ihr alles in Ordnung? Wieso fragst du sie da mal nicht selber mal nach? Ich schlauer wie jede andere Kuh, wo ich kenn. Svita ist sogar klüger mit mehr Gehirn als ich. Das glaube ich. Deine Eltern sind nicht zufällig miteinander verwandt? Meine ganze Familie ist verwandt, du blöder Jan. Sonst wären sie ja wohl nicht mein Familie. Und ich ist mein eigen Onkel. Du hast eine der Schwestern deiner Eltern geheiratet? Ja, meine Tante Agatha, wo ist jetzt meine Frau? Und mein Sohn Schniepel hat keine Zähne, wo aber gern alle spielen auf Banjo. Ja, schön, was Inzucht nicht alles bewirken kann. Wiedersehen. Wenn du eine Hexe siehst, hol mir Bohnen und Roswitha ist wo deine. Okay. Gut, Roswitha können wir nicht anquatschen. Also Inzucht macht nicht per se blöd im Kopf, aber es erhöht die Chance drastisch, dass man so blöd im Kopf wird. Weil Erbkrankheiten sich genetisch multiplizieren. Ah, okay, hier kommt man nicht lang. Hier ist wahrscheinlich nichts drauf, ne? Nee. Ah ja. Schön, dass der Typ sich hier so spät erst aufbaut. Komm, Simon, jetzt. Hey, was machst du da? Weißt du, was ein Entomologe ist? Jemand, der so dick ist, dass er sein Hemd nicht mehr zukriegt? Ein fetter Idiot mit dämlichem Hut? Ein Entomologe ist jemand, der seltene Insekten sammelt, indem er sie vorsichtig einfängt und dann konserviert. Und sie somit noch seltener macht, meinst du? Genau. Und dadurch wiederum steigt ihr Wert noch weiter. Und da sie seltener sind, sind sie schwieriger zu finden. Und die, die übrig sind, sind schwieriger zu fangen. Ja, das macht wirklich viel Sinn. Ist auch egal. Jetzt, da du weißt, was das Wort bedeutet, könntest du mir aushelfen? Was springt dabei raus? Naja, wenn du einige Schmetterlinge für meine Sammlung fängst, zahle ich für sie. Geld für Schmetterlinge? Ich bin dabei. Okay. Hier, nimm mein Netz und das Glas. Und denk dran, je größer und bunter, desto mehr zahle ich dir. Okay. Bis später dann. Auf die Art und Weise können wir übrigens hier Geld kriegen. Also wir haben, sehen ja da oben links, ja, 15 Kröten. Und die reicht natürlich vor und hinten nicht, ne? Wer hätte das gedacht? Und deswegen müssen wir hier noch ein paar Schmetterlinge fangen, weil wir später Geld brauchen. Eine schlafende Pflanze. Ich fasse das nicht an. Könnte ja giftig sein oder so.
Und die Schmetterlinge findet man aber erst dann, wenn es dunkel ist. Also es gibt hier auch zwei Tagesformen, wenn ich es mal so ausdrücken will. Einmal Tag, das ist das, was wir jetzt gerade sehen, und einmal Nacht. Kann man später in der Stadt dann auch umschalten. Momentan geht's aber noch nicht. Und nachts findet man erst die Schmetterlinge. Deswegen, also da würde man sich jetzt blöd einen Tod suchen und geht einfach nicht. So, hier kann man noch so ein bisschen rumirren. Müsste aber auch nicht sehr lange dauern, bis man wieder eine Telefonzelle. Und da ist er auch schon. Wusste ich doch. Ist hier nicht das Schild sogar? Ach, jetzt sind wir hier unten. Na, kannst du es nicht lesen? Nee. Fünftes jährliches Gnomenabschieß. Abschiesskontest hier. Ab bei dem. Also gäbe es die Lücke, Akre, weiß ich jetzt nicht. Nur heute. Große Preise. Hallo? Wer bist du? Was tust du in meinem Zelt? Ich dachte, ich komme schnell mal vorbei, um mich im Ruhm eines wahren Gnomschießenmeisters zu sonnen. Du bist an den richtigen Ort gekommen, denn ich bin der Fragmaster, der beste Gnomschießer, der jemals Gnome auf ein Katapult gesetzt hat. Kannst du mir ein paar Tipps geben? Nein. Ein guter Gnomschießer behält seine Geheimnisse für sich. Abgesehen davon braucht man jahrelange Übung, um so gut zu werden wie ich. Also versuch's erst gar nicht. Sonst noch was? Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich auf deine Klamotten stehe. Oh, vielen Dank. Ich habe sie selbst geschneidert. Der Hut ist so gefertigt, dass bis zu 4 Gnome in ihm Platz haben. Über Hüte brauchst du mir nichts zu erzählen. Ich habe die Mutter aller Hüte. Er ist ein wenig unberechenbar, denn manchmal passt eine ganze Leiter in ihn hinein. Aber so mancher eher kleine Gegenstand ist angeblich viel zu groß. Klingt nach einem Fehler beim Design. Ja, sowas dachte ich mir auch schon. Wäre dann noch etwas? Ich muss vor meinem nächsten Schuss noch meditieren.
Mhm. Ich bin vom Roten Kreuz. Gnom, geben Sie sofort Ihre Gnome heraus. Vom Roten Gnom? Der Gesellschaft gegen den Missbrauch von Gnomen für... während... naja, du weißt schon. Nein, der Gesellschaft zur Vereitelung... grausamer Dinge, die Gnomen sonst noch so passieren können. Was für grausame Dinge? Sie fühlen doch nichts. Außerdem müssen wir ihren Bestand verringern, da sie sonst des Hungers sterben. Ist sonst noch etwas? Das ist ein Zelt? Oh, ich dachte, es sei die Latrine. Es riecht so intensiv. Das ist meine Kriegsbemalung. Oh. Sie wird aus Gnomenscheiße gemacht. Das ist ja widerlich. Ich habe auch nicht angenommen, dass du das verstehst. Du hast kein Training in der edlen Kunst des Gnomenschießens absolviert. Niemals schmiere ich mir so eine Scheiße ins Gesicht. Dann wirst du niemals ein wahrer Gnomenschießer sein. Wäre sonst noch etwas? Nein, ich bin hier nur so zufällig reingestolpert. Dann geh jetzt wieder deiner Wege. Wir sind zwar kein Meister im Gnomenschießen, aber wir sind Meister darin, dieses Video beenden zu lassen. Das machen wir auch, und zwar machen wir dann im nächsten Video weiter. Bis gleich. Tschüss.